Thomas steht schon bereit und er steht natürlich, er steht natürlich so, wie er stehen muss. Ja, im Thomas Weltraum im Weltraum. unterwegs, ja. Ja, hallo miteinander. Perfekt. Wahnsinnig toll. Und das wird mir auch hier zu heiß, als die Laura sagte, warn, gather, work. Frühwarnsignale, zusammenkommen, arbeiten. Und ich möchte eigentlich heute deswegen wieder mein Raumfahrtanzug über unbekannte Territorien sprechen, über Konzepte für die Zukunft, über New Realities, die wir nach dem Meistern von Corona haben werden, und auf der anderen Seite natürlich über New Spaces, die wir brauchen, um diese neuen Realitäten zu meistern. Und das Narrativ, das kann abgehen wie eine Rakete. Die New Reality wird ein verdammt mühsamer Prozess sein. Und ich habe ja, um aufs nächste Bild zu kommen, ich habe ja bei der Next Act 2019, wenn ihr bitte das Bild verändert, bei der Next Act 2019 habe ich ja über das Thema New Spaces und Missionen gesprochen, also über die Rolle großer Würfe und der freien Räume, wo man diese großen Würfe wagen kann. Ich hatte damals auch im Handelsblatt einen Artikel geschrieben über ein Hyperloop-Projekt für Deutschland und für Brandenburg als Stromspeicher Deutschlands und den Cargolifter 2.0. Ich habe dann ein Stück sehr viel intensiver nachgedacht, dass das ganze Thema Mission New Spaces eigentlich auch wirtschaftlich dann eingepackt werden muss und habe im Next Act 2020 habe ich über das neue Wirtschaftswunder gesprochen. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich, es ging um die Innovationsoffensive, künstliche Intelligenz, Clean Tech, Raumfahrt und Biotechnologie. Es ging um den digitalen Hoover-Damm für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, des Gesundheitswesens, der Bildung. Es ging um digitale Freiheitszonen. Es ging um ein System, um ein Redesign der systemrelevanten Wertschöpfungsketten, Medizintechnik, Biotechnologie, zurück nach Europa, zurück nach Deutschland. Es ging um konsequentes Antimonopol und wirklich für frischen Mittelstand in Europa, in Deutschland. Es ging auch um New Work in diesem Wirtschaftswunderartikel, jetzt aber weniger in dem Sinne, wie wir es gerade diskutiert haben, sondern um die ganze Frage Freelancer als Humus einer digitalen Gesellschaft, auch die ganze Frage der Digitalarbeit. Clickwork und Crowdwork, wie wird die sozial eingehegt? Und natürlich das Thema Bildung. Und im Nachklang zu diesem Vortrag wurde ich immer wieder angesprochen, da würde was fehlen. Und ja, da hat was gefehlt, nämlich im Grunde ein größerer Rahmen, eine Art Diskussion eines Gesellschaftsvertrages, kann es so etwas wie eine soziale Marktwirtschaft 2.0 geben? Und darüber möchte ich eigentlich heute sprechen. Und natürlich war die Welt schon vor Covid-19 unter massivem Transformationsdruck. Die oberen linken drei kleinen Explosionen, das Ende der Industriegesellschaft, der alten, das Wachsen der Plattformökonomie, das Sterben des Verbrenners, unsere Leitbranche, im Grunde im unteren Bereich, all das, was sozusagen auf uns einströmt als Gesellschaft, das Thema Klimawandel, das Thema Demografie, das Thema der Fluchtwellen und das Thema der zunehmenden sozialen Spaltung ausgedrückt in der
Einkommensschere. Und mein Sattelburger, den ich mal vor vielen Jahren gemacht habe, der ist ja im Grunde durch Corona wahr geworden. Denn die Gewinner von Corona sind die digitalen Volkswirtschaften und die digitalen Plattformen und Ökonomien. Und wenn man jetzt auf das nächste Bild guckt, dann hat uns eigentlich Covid-19 aus einer VUCA-Welt, volatil, uncertain, complex and ambiguous, in eine Bani-Welt geworfen, brittle, anxious, nonlinear, incomprehensible, brüchig, ängstlich, nonlinear, unfassbar. Und wir sprechen im Grunde über das Thema, dass Covid eine neue Armut und schon die ersten Hungersnöte in den Emerging Countries verursacht, dass die Pleitewellen sozusagen auf uns kommen, dass Twitter-Kriege und Verschwörermobs plötzlich auch gesellschaftliche Debatten ansteuern und initiieren, die Rückkehr des schwarzen Todes und bis hin zum Thema Broken Society. Wobei natürlich eines klar ist, ein solches apokalyptisches Narrativ führt dann auch zur Apokalypse. Und deswegen war eigentlich der Vortrag vorher von wirklich wunderbar, weil er eigentlich sagte, wir haben ein Ziel, wir haben ein Zukunftsbild und das ist ein gutes. Und wir müssen uns bewusst sein, Narrative, und das hat ja schon Ludwig Erhard nach dem Zweiten Weltkrieg verstanden, Narrative prägen psychologisch die Realitäten. Die damalige soziale Marktwirtschaft in einer zertrümmerten Welt Deutschland war im Grunde das positive Zukunftsbild, das auch dann zu einer positiven Entwicklung führte. Also die ganze Frage, wie wir uns eigentlich psychologisch programmieren. Und insofern sind wahrscheinlich Hoffnungsnarrative auf dem nächsten Bild sind möglicherweise politische Antworten auf Hyperkomplexität, auf dieses ganze Thema Bani, brittle, anxious, nonlinear, incomprehensible. Dass das der Donald Trump mit Make America Great Again macht, dass Macron das Thema Startup Nation sozusagen für Frankreich als Bild postuliert und dass China die neue Seidenstraße oder One Belt so als Narrativ für das Land und seine Entwicklung hat, das führt mich eigentlich geradezu dazu, dass wir darüber sprechen müssen, was ist denn das Hoffnungsnarrativ für Deutschland? Und könnte das die soziale Marktwirtschaft 2.0 sein? Und da gibt es natürlich, so wie früher beim Sozialismus, gibt es frühe Warner. Interessant, und ich habe mich in Vorbereitung dieses Vortrags ein Stückchen wieder mit den utopischen Sozialisten beschäftigt. Ganz links oben Henri Saint-Simon, der im Grunde schon 1790 die gerechte Verteilung des Sozialproduktes forderte und gegen die parasitären Klassen wetterte. Links unten Charles Fourier, der für eine harmonische gesellschaftliche Ordnung eintrat, schon Ende des 18. Jahrhunderts das bedingungslose Grundeinkommen forderte, Genossenschaften anregte und die Gleichberechtigung von Mann und Frau ganz prominent in das Zentrum seiner Ideen stellte. So, und genauso wie es im Grunde, wie das die Evangelisten einer dann zugegebenermaßen schwierigen gesellschaftlichen Veränderung
wurden. Genauso gibt es natürlich heute visionäre Evangelisten, egal ob das Paul Mason ist in der Mitte, der in Fortführung dessen, was Jeremy Rifkin die Sharing Economy genannt hat, im Grunde gesagt hat, Open Source, Open Access und Open Content machen die Eigentumsrechte überflüssig. Und ein Buch geschrieben hat zum Thema Postkapitalismus. Oder Friedhof Bergmann, der erkannt hatte bei einem Besuch in der Sowjetunion, dass der Sozialismus keine Zukunft hat. Und der im Grunde sagt, möglicherweise kann man den Kapitalismus über New Work verändern, über Selbstständigkeit, Freiheit, Teilhabe, statt dem tayloristischen Jobsystem. Und der schon vor Jahrzehnten über Fablabs gesprochen hat, Fabbers, die im Grunde das Prinzip Smart Production und Smart Consumption initiieren könnten. Und natürlich Greta Thunberg. Und wenn wir dann so unsere kommende digitalisierte Netzwerkgesellschaft angucken, dann ist die natürlich im römischen Sinne janusköpfig. Janus war ja ein Kopf, ein römischer Gott mit zwei Gesichtern. Und ich habe dieses Bild einfach genommen und habe gesagt, das sind diese digitalisierte Netzwerkgesellschaft der Zukunft, die hat im Grunde zwei Gesichter. Die Gesicht der Angst und das Gesicht der Hoffnung. Also hier gehe ich wieder auf die Frage rein, apokalyptisches Narrativ oder positiv zukunftsgerichtetes Narrativ. Und natürlich ist die ganze Frage der Entwertung von Abschlüssen, von Berufen, von Beruflichkeit. Und die Beruflichkeit ist ja gerade in europäischen Gesellschaften häufig ein Teil der Identität. Das ganze Thema der Beschleunigungsfalle. Das Netz als ein Biotop für Zerstörung, für Destruktivität, und zwar politischer Destruktivität, zivilgesellschaftlicher und wirtschaftlicher. Dann natürlich die Angst der Menschen vor dem Verlust von Grenzen und hin zu Überfremdung, ein ganz schwieriger Begriff, bis hin zur Xenophobie, zum Fremdenhass. Die Monopole und Datenkraken und die Spreizung der sozialen Schere. Und all das riecht ja nach Destruktion des Sozialen. Auf der anderen Seite das Hoffnungsnarrativ, eine neue Ökonomie, die eben nicht nur Deep Tech ist, sondern auch High Touch. Bildung, Pflege, Beziehungsarbeit. Eine fortschrittliche gesellschaftliche Evolution, eine Transparenz des Netzes und auch eine neue Compliance im Netz. Nicht nur die Übernahme von Verantwortung für Nachhaltigkeit, sondern auch der Nachweis der Übernahme von Verantwortung für Nachhaltigkeit und natürlich direkte Reformen der Demokratie in Gesellschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und das, was man dann vielleicht inklusiven Kapitalismus nennt, dass die Erträge des Wirtschaftens bei allen ankommen. Und aus dieser gedanklichen Logik heraus habe ich nachgedacht über vier Handlungsfelder der sozialen Marktwirtschaft 2.0. Wobei es mit Sicherheit mehr als vier gibt. Aber das soll ja heute eigentlich ein Denkanstoß sein, um dieses Thema weiter zu vertiefen. Denn eines ist klar. Nach Corona wird Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik anders aussehen als vorher. Und wir brauchen wahrscheinlich wieder ein übergreifendes Band, das sozusagen den gesellschaftlichen Zusammenhalt ermöglicht.
Und das hat zutiefst natürlich mit dem Thema des Planeten zu tun. Dass wir nachhaltiges Wachstum brauchen, statt Verteilungskämpfe. Dass wir eine Antitrust- und Antimonopolpolitik machen müssen. Das heißt, zutiefst glaube ich an frischen Mittelstand in Deutschland, in Europa, dass das Thema des Datennutzung, also des Sharings der Daten, auch des Aufbrechens der Monopole, indem sie ihre Daten zur Verfügung stellen müssen, ein ganz, ganz zentrales Thema ist. Und natürlich Transparenz und Verantwortung für Lieferketten. Und zwar soziale Verantwortung und ökologische Verantwortung für Lieferketten. Da bin ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so einer, der jetzt im Einklang ist mit meiner politischen sozusagen Leitlinie, die die Partei mir gibt. Und die Einpreisung von Langzeitfolgen und von Nachhaltigkeit, egal ob das Flugreisen sind oder Plastik. Und das wird möglicherweise halt heißen, dass Flugreisen dreimal so teuer sind. Und dass das Thema Plastik an der Bepreisung zu Ende geht. Und natürlich der Druck der Verbraucher, immer wieder gefordert, immer wieder ein bisschen halblebig, Verbraucher moralisieren Märkte. Also dieses Nachhaltigkeitsthema, glaube ich, wird ein Schlüsselthema sein einer sozialen Marktwirtschaft 2.0. Zum Zweiten all das, was mit digitaler Arbeit zu tun hat. Und das bitte noch mal eins zurück. Die digitale Arbeit ist natürlich ein Stück zweites Gesicht neben der industriellen Arbeit. Und ich glaube, diese Frage der Souveränität für Unternehmensbürger, nicht mehr Zeitsouveränität für abhängige Beschäftigte, sondern Souveränität für Unternehmensbürger, was ich mal begonnen habe vor Jahren im demokratischen Unternehmen mal begonnen zu diskutieren, aber das natürlich eine Frage offen ließ. Wem gehört eigentlich dieses Unternehmen? Und natürlich die Frage der Bürgerbeteiligung am Unternehmen, der Mitarbeiterbeteiligung aufwirft, wird ein Schlüsselthema sein. Aber natürlich auch Freiheit für digitales Freelancing, Clickwork und das Arbeiten in der Gig-Economy. Wobei ich auf die soziale Seite gleich nochmal komme. Und das Ausrichten von Forschung und Entwicklung Human by Design. Sodass im Grunde Roboter die Kollaborateure sind. Nicht die Chefs und nicht die Substitute. Und weil Technologie immer schneller sich entwickelt als gesellschaftliche Normierung, brauchen wir nicht eine einzige Digitalethik, sondern eine immer wieder iterativ neu verhandelte Digitalethik für digitale Arbeit, aber auch für digitale Ökonomie. Ein drittes großes Feld ist das Thema Existenzsicherung. Ich habe mit großer Freude vor Jahren begonnen, Menschen zu unterstützen, die an dem Thema eine Firma, die sich selber gehört, Verantwortungseigentum, um das zu unterstützen. Und natürlich diese Purpose-Unternehmen der Zukunft, das wird nicht der einzige Weg sein. Wir werden einen Systemwettbewerb von Unternehmenstypen haben. Aber dass wir im Grunde den Rahmen schaffen, dass man nicht schwerfällige Stiftungen kreieren muss, sondern schnelle Varianten einer GmbH als Verantwortungseigentum, das sozusagen Firma ist, die sich immer gehört
und nicht an anonymes Kapital gegeben werden kann. Wir sprechen dann auch über eine neue Grundsicherung. Und das ist wahrscheinlich mehr als nur die Zusammenfassung aller Sozialtransfers. Ich selber hadere immer noch mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Aber als Mosaikstein in einem Gesamtkonzept bin ich gesprächsfähig. Und was natürlich ganz wichtig ist, wenn ich auf der einen Seite Freiheit für digitales Freelancing, Clickwork und Gig-Economy fordere, dann muss es eine Form der sozialen Sicherung geben für digitale Arbeit. Und wir sehen ja gerade in Corona-Zeiten, dass jetzt krisenbedingt über sowas nachgedacht wird, für die Freelancer, auch für die Freelancer ohne eigenes Büro. Aber wir müssen wahrscheinlich zukunftsgerichtet nachdenken, wie das auch zukünftig tragfähig ist, bis hin zum Thema Mitarbeiterbeteiligung. Midlife BAföG ist ein Thema, das hier eigentlich auf die nächste Spalte gehört, zum Thema Chancengerechtigkeit. Diskriminierungsfreie Bildungs- und Arbeitsmarktchancen. Und gerade dass die Digitalisierung, wo man nicht sieht, welche Hautfarbe, welche Form von Beeinträchtigung, welches Geschlecht jemand hat, könnte vielleicht eine ganz andere Antwort sein, als dass das gradierte, anonyme Bewerben, das sich ja nicht durchgesetzt hat. Und die Frage der Ausbildungsgarantie für alle Menschen eine zweite Chance, gekoppelt mit einer Kombivergütung, ist ein zweites wichtiges Thema. Wir haben in Deutschland über 8 Millionen an- und ungelernte Arbeitnehmer. Und dann braucht es dazu halt auch ein Bildungssystem, ein zweites, für das lebenslange Lernen. Und da gehört das Midlife BAföG mit dazu. Wirklich ein Lernkonto, nicht nur fürs Midlife, sondern auch gerne fürs erste Drittel oder für das letzte Drittel dessen, was ich als Arbeit mache. Und dann zum Thema Kompetenzen statt Abschlüsse. Ja, das sind so 4 Felder, die sind mit Sicherheit nicht vollständig, aber das sind so Gedanken, die mir gekommen sind, wo Handlungsfelder sind. Und diese Form einer sozialen Marktwirtschaft 2.0 ist ja nicht Sozialismus. Profit und ökonomische Performance ist Überlebensfaktor. Und lieber Winfried, du hast vorher den Peter Drucker zitiert. Ich nehme das auch zum Anlass. Profit ist nicht die Erklärung, ist nicht die Ursache, ist nicht die Begründung für Geschäft, Geschäftsentscheidungen und Geschäftsverhalten. Aber Profit ist der Test der Validität. Und Profit ist eine Bedingung für Überleben, denn damit wird die Zukunft finanziert. Ja, ich habe natürlich jetzt relativ wenig Politik mitgebracht, aber die nächste Chart, die musste ich doch mitnehmen, weil es eigentlich 2 Slogans sind, die mich immer schon sehr beschäftigt haben. Nämlich die Frage des deutschen Mutes. Und Laura hat ja auch angesprochen, wie schwer wir uns manchmal tun, sozusagen aus unserer DIN A4-Kultur auszubrechen. Nicht die neue Welt mit den alten Lösungen zu packen. Nicht die alten Lösungen reinzudrücken in den New Space, sondern sozusagen in einem iterativen Prozess neue Räume erobern, aber gleichzeitig auch neue soziale Lösungen darin zu integrieren. Und ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Deutschland braucht auch als für den Gesellschaftsvertrag ein neues Narrativ. Und das könnte die soziale Marktwirtschaft 2.0 sein.
Ganz lieben Dank. Ein großartiger Vortrag. Du hast ja jedes Mal bei uns eine Schippe draufgelegt auf die Vision. Ich bin auf zwei Dinge diesmal besonders stolz. Das erste ist, diesmal sind wir vor dem Handelsblatt. Das macht mich schon besonders stolz. Das zweite ist, du hast dich nicht an die engen Grenzen liberaler Parteipolitik gehalten. Das finde ich einen besonders spannenden Aspekt. Ne? Einige haben schon gesagt, sprachen schon, du passt ja dann in die CDU, SPD und alle anderen Großkoalitionen. Also insofern, ich glaube, das wird viele Diskussionen anregen. Das ist natürlich dein erster Aufschlag. Aber ich glaube, wenn wir uns im Frühjahr dann hoffentlich toi, 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 real in Köln treffen, dann glaube ich, wird das ein ganz wichtiger Aspekt unserer Zusammenkunft.